Das Thema haben wir auch im Landtag. Und wissen Sie, in der ersten Legislatur, da war es so, wir waren ja die stärkste Oppositionskraft mit 15%. Und haben die einfach damals gesagt, na, aus Kostengründen brauchen wir keinen dritten Vizepräsidenten. Ja? Dann wurde einfach einer gecancelt. Ja? Das heißt, es gab dann nur noch zwei, den Landtagspräsidenten und einen Vize. Jetzt dürfen Sie dreimal raten, was in der nächsten Legislatur, in der ich eingezogen bin, passiert ist. Ja, da hätten wir eigentlich auch wieder Anspruch gehabt als Opposition. Und was hat man gemacht? Man hat gesagt, naja, jetzt ist ja die SPD vor uns, ja, und die FDP mit einem Sitz jeweils. Jetzt gönnen wir uns doch wieder den dritten. Ja, also man hat in der letzten Legislatur gesagt, man muss sparen, ja, und jetzt, wo die Bürger ihre Jobs reihenweise verlieren, jetzt gönnt man sich wieder diesen Landtagsvizepräsidenten, weil es hat jemand von der SPD, der Herr Born. So wird es im Landtag von Baden-Württemberg gemacht. Also Sie sehen, da gibt's Tricksereien, Täuschereien ohnegleichen.